Gleich geht's los mit der Predigt. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich möchte dir ganz viel Spaß dabei wünschen. Wenn du noch Fragen hast oder einfach irgendwas wissen möchtest, dann melde dich bei uns. Bis dann. Ja, ich bin der Pastor, der Pastor Jürgen Kramer, und ich darf den Standort hier leiten, hier in Mühldorf, Kirche 365. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten und zusammen mit dem Standortteam natürlich, mit dem Johannes, unserem Pastoralassistent. Und ich freue mich auch, dass du zuhörst, dass du zugeschaltet hast. Ich bin bei dir, Gott ist bei dir, und super auch, dass du online mit dabei bist. Wir freuen uns, dass wir zusammen Gottesdienst jetzt feiern können. Stell dir vor, dein Arbeitgeber kommt morgen zu dir und sagt: Hey, du bist so ein toller Mitarbeiter, ich gebe dir 6 Wochen frei. Bezahlung läuft weiter, du musst nicht Urlaub nehmen, ich gebe dir 6 Wochen frei. Und ich möchte, dass du einfach Sachen aufarbeitest, dass du private Dinge erledigst und dass du in eine Entspannung, in eine Ruhe reinkommst und dass du nach 6 Wochen total frisch wieder da bist, und wir freuen uns, dass du kommst. Oder wenn du eine Mama bist, dein Ehemann kommt nach dem Gottesdienst zu dir und sagt: Hey Schatz, ich habe alles organisiert. Die nächsten 6 Wochen sind Opa und Oma da, die nehmen die Kinder. Und Haushaltshilfe organisiert und alles läuft weiter. Und du kannst 6 Wochen mal alles so aufarbeiten, zu dem du nie kommst. Du kannst auch Urlaub machen und wir sorgen für alles. Würdest du zugreifen? Ich habe zugegriffen. Pastor Rohl hat das mit mir gemacht und gesagt: Hey, 6 Wochen. Und ich habe das zugegriffen, dieses Sabbatical zu machen. Und ich möchte euch ganz kurz berichten, so was ich so erlebt habe. Und ich habe natürlich einige Sachen aufgearbeitet und das war richtig super. Und ich habe auch richtig gute Zeit auch mit Gott gehabt. Jeden Morgen Zeit mit Gott verbracht, richtig gut. Und habe auch Eindrücke sammeln können, Impulse bekommen, Sachen auch aufgeschrieben. Und dann ist aber was Erstaunliches passiert. Die letzten 2 bis 2,5 Wochen hatte ich eine richtige Wüstenzeit. Eine Wüstenzeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte schon jahrelang keine Wüstenzeit mehr. Auf jeden Fall ging es mir so, dass ich morgens gute Zeit mit Gott hatte, aber im Tag irgendwie hat sich da so komisch angefühlt. Ich konnte mit mir irgendwie gar nichts anfangen. Es war echt komisch. Und ich habe mich bei der Steffi dann am Abend entschuldigt und gesagt: Steffi, es tut mir echt leid, wie ich momentan drauf bin. Ich kann das selber nicht erklären. Also das Geschäft, das Business war gesegnet, Familie, es ist alles gut gelaufen, aber es war total komisch. Ich habe mich richtig elend und schlecht und komisch gefühlt. Und die Steffi war dann dankbar, hat gesagt: Hey, danke, dass du mir das sagst. Ich dachte schon, es liegt an mir. Nein, es liegt nicht immer am anderen, es liegt meistens an uns. Und so habe ich eine Wüstenzeit gehabt. Und eine Wüstenzeit kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist eine Wüstenzeit für dich, dass du schlecht schläfst zum Beispiel. Eine Wüstenzeit kann sein, dass wir in Angst oder in Sorge sind. Das ist eine Wüstenzeit. Eine Wüstenzeit kann auch sein, dass du Schulden hast und einfach das dich belastet. Eine Wüstenzeit kann auch sein, dass du Dinge erfolgreich erledigt hast und plötzlich so eine Leere in dir spürst und denkst irgendwie: was ist eigentlich los mit mir? Also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Wüstenzeiten, und ich habe diese Wüstenzeit erlebt, und ich möchte auf jeden Fall sagen, eine Wüstenzeit ist eine wertvolle Zeit. Das hört sich jetzt irgendwie ganz komisch an. Eine Wüstenzeit. Jesus, als Jesus getauft worden ist, erfüllt worden ist im Heiligen Geist, ist er als erstes vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden. Ganz praktisch. 40 Tage in die Wüste. Mose war 40 Jahre in Anführungszeichen einer Wüstenzeit. Und eine Wüstenzeit ist eine Zeit, wo Gott unsere Wurzeln tiefer wachsen lässt. Das ist eine Zeit, wo wir uns nach Gott ausstrecken können, wo wir sagen: Herr, ich spüre dich zwar nicht, ich weiß nicht, wo du bist, ja, aber ich vertraue dir und ich lasse meine Wurzeln tiefer in dich hineinwachsen. Und eine Wüstenzeit kommt uns vor wie eine unnütze Zeit oder verlorene Zeit, aber eine Wüstenzeit ist auch immer eine Vorbereitungszeit für das, was danach kommt. Deswegen möchte ich uns ermutigen, dass, wenn du momentan in der Wüstenzeit bist, diese Wüstenzeit wird enden. Amen. Sie wird enden, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird diese Wüstenzeit enden, weil wir einen guten Gott haben. Und Gott ist immer für uns. Und in dieser Wüstenzeit hatte ich ein Gespräch mit einem Freund, einem aus der Schulzeit, Jugendzeit, ich kann mal sagen, einer der beiden besten Freunde, die ich habe. Und wir haben auch uns immer wieder die Freundschaft auch erhalten über die Jahre hinweg. Und stell dir vor jetzt, du hast jetzt folgendes Gespräch mit deinem besten Freund.
oder mit einer Person, die dir sehr naheliegend ist, die du liebst, die du schätzt, folgendes Gespräch. Und er ist ein Typ, der ist Geschäft, Business erfolgreich, sieht gut aus, durchtrainiert, sportlich, finanziell, Haus, alles gut. Eigentlich, wenn du sagst, boah, das ist eigentlich ein Traummann. So. Und ich spreche mit ihm und dann sage ich, du, wie geht's dir? Und ich habe das schon mitbekommen die letzten Monate, dass ihm gar nicht gut geht. Und dann sagt er, ja, mir geht's richtig beschissen. So wie mir das so sagen darf, mir geht's richtig schlecht. Und dann sage ich, erzähl mal, dann sagt er, ja, weißt du, Jürgen, du weißt ja, er war verheiratet, die Ehe ist auseinandergegangen, ein Sohn, er versteht sich gut. Dann hat er jemanden kennengelernt, auch ein Sohn, hat aus Angst, Furcht sich nicht verheiratet, auch getrennt, immer auch noch ein gutes Verhältnis. Und jetzt war ich 10 Jahre mit einer Lebensgefährtin, also mit einer Freundin zusammen und jetzt ist ein endgültiges Aus. Und ich habe Angst, Zukunftsangst. Ich wollte mit ihr meinen Lebensabend verbringen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht und so kenne ich ihn gar nicht. So erfolgreich, dynamisch und so weiter, sagt er. Und sie war die letzten 10 Jahre der rote Faden in meinem Leben. Und ich habe keinen roten Faden in meinem Leben mehr. Ich muss jetzt für mich einen roten Faden in meinem Leben finden. Stell dir vor, dass dein bester Freund dir das erzählt oder beste Freundin oder jemand, der dir nahe steht. Und ich sage zu ihm, du Mensch, das ist ja echt der Hammer. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und ich schätze das total. Und darf ich dir von mir erzählen? Dann sagt er, ja bitte. Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich zu Jesus Christus gekommen bin, wie ich eine innere Leere hatte, eine Suche hatte, wo ich am 30. Juni 1994 mich in meinem Wohnzimmer hingekniet habe und meine Hände gefaltet habe und gesagt, Vater, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, mein Leben Jesus Christus zu geben. Und ich habe gemerkt, ich gehe all in mit meinem ganzen Herzen und Jesus, ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben. Sei du der Herr meines Lebens und mach du mein Leben so, wie du es meinst, dass es gut und richtig ist. Und Amen. Und habe dann erlebt, wie Jesus in mein Leben gekommen ist, wie die Liebe Gottes in mein Leben gekommen ist, der Friede Gottes in mein Leben gekommen ist, die Freude Gottes in mein Leben gekommen ist. Und das habe ich ihm erzählt. Und dann hat er gesagt, Jürgen, du, ich freue mich total für dich und das freut mich, dass Jesus Christus dein roter Faden ist, aber ich kann jetzt damit noch nicht so viel anfangen. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, Jesus Christus möchte der rote Faden sein auch für dein Leben. Jesus Christus bietet sich an als roter Faden für das Leben für jeden Menschen in dieser Welt. Und dann hat er gesagt, okay, schauen wir mal, Jürgen. Und der Titel von der heutigen Predigt heißt Der rote Faden. Der rote Faden. Und ich möchte eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, eine wahre Geschichte, und uns einladen, da zuzuschauen oder dabei zu sein in dieser Bibelgeschichte. Und die finden wir in Johannes 4, die Verse 5 bis 19. Und ich lese die vor. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie auf und kannst gerne mitlesen. Und da kommt er, heißt es, Jesus in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Er war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Klammer auf, denn die Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Klammer zu. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Also sie hat natürlich gedacht, ja, wo kommt dieses lebendige Wasser her? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, also von dem Brunnen, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten.
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Die Frau, also Jesus sagt, ich bin dieses lebendige Wasser. Ich bin dieses Wasser, wenn du das trinkst, wird es dich nie mehr dürsten. Die Frau spricht zum Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sie hat immer noch natürlich gedacht. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu dem Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und da steht ganz viel drin in der Geschichte. Ich möchte nur Folgendes dazu sagen. Diese Frau hat auch den roten Faden in ihrem Leben gesucht. Deswegen hatte sie mehrere Männer und hat den roten Faden in ihrem Leben gesucht. Die Geschichte geht gut aus. Sie nimmt Jesus an, sie verkündet Jesus sogar und die Menschen kommen zu ihm und werden zu Jesus und die werden an Jesus Christus gläubig. Diese Frau hat auch den roten Faden in ihrem Leben gesucht. Und ich habe nachgeschaut, wie ist denn der rote Faden definiert? Was ist denn der rote Faden? Wir haben das schon gehört, der rote Faden, so als Sprichwort. Der rote Faden ist der leitende, verbindende Grundgedanke. Der leitende, bindende Grundgedanke. Der rote Faden ist etwas, das immer wiederkehrt oder da ist wie ein Leitmotiv oder eine typische Besonderheit. Im Deutschunterricht, wenn man im Deutschunterricht über den roten Faden, also alle Schulkindern einfach jetzt gut zuhören, im Deutschunterricht, der rote Faden steht für das, was einen Text zusammenhält. Das ist der rote Faden im Text, es gibt einen roten Faden im Text. Oder im Deutschunterricht, so wie der Faden einen Anfang und ein Ende hat, so auch jeder Text. Ein Anfang und Ende. Wir kennen das Sprichwort vielleicht, ich habe den Faden verloren. So im Gespräch, boah, ich habe den Faden verloren. Den Faden verlieren bedeutet nicht mehr wissen oder vergessen, wie man eigentlich, was man eigentlich sagen soll. Ich habe das vergessen. Und ich habe uns was mitgebracht. Ich habe keinen roten Faden mitgebracht. Ich habe ein oranges, okay, es ist orange. Aber das war das röteste, was es gab. Das ist ein Strick, ein Schiff, ein Schiffseil, ein Schifftau, was ganz, ganz stabil ist. Und die Ordner teilen das jetzt aus und ich möchte euch bitten, dass jeder so eins nimmt. Und wenn du jetzt die Predigt hörst und sagst, ja, ich will das auch haben, dann melde dich bei uns im Standort Kirche 365, du bekommst eins. Oder wenn du zuschaust und sagst, hey, ich will das auch haben, dann melde dich bei uns Kirche 365, wir organisieren das irgendwie. Und wenn du dieses Schiffstau in Händen hältst, dann siehst du, das ist ganz eng und stabil gemacht. Und ich möchte diese Brücke schlagen zum roten Faden zu Jesus Christus. Jesus Christus ist der leitende und verbindende Grundgedanke in unserem Leben. Jesus Christus ist derjenige, der sich in unserem Leben immer wieder wiederholen sollte, mit dem wir zusammen leben sollten. Jesus Christus in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Jesus Christus sollte die typische Besonderheit in unserem Leben sein. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes sollte die typische Besonderheit in unserem Leben sein. Jesus sollte in unserem Leben alles zusammenhalten. Alle Bereiche unseres Lebens sollten in Jesus münden. Oder andersrum gesagt, jeder Bereich unseres Lebens sollte durchdrungen sein von Jesus Christus. Jeder Bereich unseres Lebens. Vom roten Faden ausgehen, Deutschunterricht. Da heißt es, vom roten Faden ausgehen, was der Leser wissen muss. Der Leser eines Buches muss den roten Faden kennen, wissen. Wir als Menschen sollten Jesus Christus kennen, als den wir kennen sollten, mit dem wir zusammen leben sollten. Und wir sollten auch Jesus nicht verlieren in unserem Leben oder Jesus auch in unsere Bereiche unseres Lebens nicht draußen lassen.
Denn sonst wissen wir nicht, wie wir denn leben sollen in dem Bereich. Wir machen das nach eigenem Gutdünken, nach eigenen Vorstellungen. Aber ich kann dir Folgendes sagen. Vielleicht kennst du das, dass du mal am Abend Fernsehen geschaut hast, dass du im Internet gesurft bist, dass du auf den sozialen Medien warst und nachher festgestellt hast, Mensch, das hätte ich mir sparen können. Kennst du das? Und genauso leer, wie das ist, und Steffi und ich, uns geht das auch so, wenn wir morgens aufstehen, oh, hätten wir jetzt noch die Schüssel Chips essen sollen und nicht? Hätten wir uns sparen können. Ich weiß, ob du es kennst am nächsten Morgen. Oder ich hätte früher ausmachen sollen. Oder ich hätte auf das Internet surfen verzichten können. Und wir stellen fest, das Ding ist leer gewesen. Es war leer. Und so sage ich uns das, auch wenn wir es vielleicht aktuell nicht so empfinden. Bereiche unseres Lebens, wo Jesus Christus nicht das Verbinden ist, ist ein leerer Bereich. Ist ein leerer Bereich, ist hohler Bereich. Das mag zur aktuell unseren Durst stillen, so wie die Frau sagt, hey, still mir den Durst. Aber wir werden wieder Durst haben. Wir werden wieder Durst haben. Wir werden wieder Durst haben. Und nur Jesus Christus, die Gemeinschaft mit unserem Gott, wird den Durst, den wir haben, stillen. Und wir sollen den Faden nicht verlieren. Wir sollen Jesus in unserem Leben nicht verlieren. Wir sollen mit Jesus zusammen leben. Und was mir echt auf dem Herzen ist für diese Botschaft, und das ist die Summe von dem Sabbatical aus meiner Wüstenzeit. Ich habe festgestellt, dass das Dinge, oder wie soll ich sagen, dass das Zentrum von dem, und das war wahrscheinlich etwas, was Gott mir zeigen wollte in dieser Wüstenzeit, ist nicht, dass die Gemeinde gesegnet ist, dass das Business gesegnet ist, dass die Familie gesegnet ist. Es ist alles super und wir beten und freuen uns und sind dankbar dafür. Aber das Zentrum ist, dass ich mit Gott zusammen bin, dass ich mit Jesus Christus Gemeinschaft habe, dass meine Wurzeln in ihm sind. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich die Wurzel meines Lebens, das Zentrum meines Lebens. Und was wir wissen müssen, ich sage bewusst wissen müssen an der Stelle ist, das sind so die Basics, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das eine ist Gnade. Das heißt, für alle Bereiche unseres Lebens, Gott ist ein gnädiger Gott. Gott hat für jeden Bereich unseres Lebens Gnade. Seine Gnade ist genug. Das heißt, wenn wir Bereiche in unserem Leben haben, wo wir sagen, hey, ich brauche dich, Gott, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Lösung, seine Gnade ist genug. Lasst uns ausstrecken nach seiner Gnade. Wir müssen keine Leistung bringen. Wir müssen nichts darstellen. Seine Gnade ist genug. Seine Gnade ist sehr gut. Der zweite Punkt ist Vergebung. Durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und das war, was Jesus am Kreuz getan hat, als er für unsere Sünden bezahlt hat, als er sein Blut vergossen hat, war Jesus am entferntesten von Gott, was man sich nur vorstellen kann. Aber es war auch das Radikalste, mit Gott zusammen zu sein. Am Kreuz für uns. Jesus hat das für uns ermöglicht. Und lasst uns Jesus in unser Leben hineinnehmen. Vergebung. Gott hat uns vergeben durch Jesus Christus. Alle unsere Schuld ist vergeben. Alles, was der Teufel uns vorhalten will als Ankläger, ist es alles vergeben bei Gott. Wenn wir das klären mit Jesus, uns ist vergeben. Unsere ganze Vergangenheit ist vergeben. Alles, was wir... Gott hat uns durch Jesus Christus vergeben. Und lasst uns auch selbst vergeben. Wenn Dinge uns quälen, wenn Dinge uns beschäftigen wollen. Durch Jesus Christus ist uns selbst vergeben. Wir dürfen und sollen uns selbst vergeben. Und das dritte ist die Liebe. Gnade, Vergebung und Liebe. Gott liebt uns bedingungslos. Deswegen soll er der rote Faden in unserem Leben sein. Und wie werden wir gesund? Wie werden wir gesund in alle Bereiche unseres Lebens? Wir werden gesund durch die empfangene und erfahrene Liebe Gottes. Die empfangene und erfahrene Liebe Gottes, die macht uns gesund von innen nach außen. Die empfangene und erfahrene Liebe Gottes. Und entscheidend ist nicht,
was du tust oder was du leistest. Entscheidend für uns ist es, wer ich bin. Und ich bin und du bist von Gott geliebt. Und das ist alles. Entscheidend ist, dass wir geliebt sind von Gott. Und so wie wir es auch im Gebetsmoment gehabt haben. Gott stellt dich und mich in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er stellt dich und mich in das Zentrum seiner Liebe. Er stellt dich und mich in das Zentrum seiner Versorgung. Er stellt dich und mich in das Zentrum seiner Heilung. Er stellt dich und mich in das Zentrum von allem, was wir brauchen. Und deswegen lasst uns zugreifen nach dem roten Faden Jesus Christus. Lasst uns zugreifen in alle Bereiche unseres Lebens hinein, dem liebenden Vater. Lasst uns zugreifen für alles, was Gott für uns hat. Hinein in alle Bereiche unseres Lebens. Und ich sage euch ganz ehrlich, mich hat das Mut gekostet, das zu bestellen. Ich dachte, Mensch, das ist da irgendwie verrückt. Du kannst doch nicht irgendwie so ein orangenes Ding austeilen im Gottesdienst. Aber ich weiß, wie ich hier stehe. Und das hat Gott mir gezeigt. Und ich bitte dich, diesen roten Faden an den Platz zu legen, wo du deine Zeit mit Gott verbringst, wo du Bibel liest. Weil ich weiß, dass Gott mir gesagt hat, dass in ein paar Wochen, Monaten, Jahren wird das dem einen oder anderen helfen, zurück zu ihm zu sein oder bei ihm zu bleiben. Das wird uns erinnern, wenn wir das liegen haben an unserem Platz, dass Jesus Christus ist der rote Faden in unserem Leben. Und das hilft uns wieder zu fokussieren auf Jesus. Das hilft uns zu fokussieren auf unseren liebenden Vater. Und deswegen lade ich dich ein, das ist kein Muss, aber eine Bitte. Leg es dahin, wo du es immer wieder siehst. Und der Heilige Geist wird dich erinnern, wenn wir versuchen, Dinge aus eigener Kraft zu machen, wenn wir versuchen, den Durst selber zu löschen, dann werden wir erinnert, dass Jesus Christus der rote Faden in unserem Leben sein will. Dass Jesus Christus der rote Faden ist in unserem Leben. Und das ist heute die ganze Botschaft. Der rote Faden, Jesus Christus. Der rote Faden, die Liebe Gottes. Der rote Faden, Jesus in allen Bereichen unseres Lebens hinein. Und ich möchte dich und mich fragen, wo stehst du im Angesicht dieses, in Anführungszeichen, roten Fadens Jesus heute im Leben? Was sagt diese Botschaft zu dir? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, die lebe ich eigentlich ohne Jesus komplett, da mache ich mein eigenes Ding? Ich möchte uns wirklich, wirklich ermutigen und uns heute einladen, dich bitten zu entscheiden, Jesus Christus zu deinem roten Faden zu machen. Und zwar für dein ganzes Leben und für alle Bereiche deines Lebens. Und vielleicht hat Gott dir auch einen Bereich, der Heilige Geist dir einen Bereich gezeigt, wo du sagst, ja, das ist nicht der rote Faden, da fehlt Jesus. Und deswegen möchte ich uns alle bitten, auch der du zuhörst im Podcast, möchte ich dich bitten, dass du anhältst, wenn du im Auto fährst. Wenn du beim Geschirrspülen bist, dann mach kurz einen Stopp bitte. Auch für dich, der du zuschaust, und ich möchte uns alle einladen, die Augen zu schließen. Und dich einladen zu bitten, was wir eigentlich ja so sonst nicht machen, aber ich möchte dich wirklich bitten, wenn du Gott sagst, ja, ich möchte von ganzem Herzen, dass du der rote Faden meines Lebens bist, dass du heute der Anfang bist meines neuen Lebens, meines neuen Lebens mit dir, Jesus. Wenn du sagst, ich möchte mich ganz neu ausrichten, ich möchte auch in einer Wüstenzeit, in der ich bin, möchte ich mich ganz auf dich ausrichten. Ich möchte dich mit allem, was ich habe, in meinem Leben haben, dann möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Als ein Zeichen für Gott. Wir haben alle unsere Augen zu. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich möchte beten. Und ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Ich möchte dir danken, Vater, von ganzem Herzen für jeden, der zuhört. Ich möchte dir danken von ganzem Herzen für jeden, der zuschaut. Ich möchte dir danken von ganzem Herzen für jeden, der aufgestanden ist. Als ein Zeichen, dass Jesus Christus der rote Faden in meinem Leben sein soll. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür und ich bete und ich segne jeden,
Ich segne jeden, Vater, dass du, Jesus, der rote Faden in jedem Bereich unseres Lebens bist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wie wir dir mehr Raum in unserem Leben geben können. Dass du alle Bereiche unseres Lebens erfüllst und dass wir ermutigt und gestärkt werden. Ermutigt und gestärkt werden und das Leben mit dir leben. Von heute an als Anfang bis zum Ende. Ende heißt Ewigkeit, mit dir zusammen zu leben. Ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich die Liebe des Vaters erfahren in seinem vollen Ausmaß. Ich danke dir und ich segne jeden, der zuhört, der zuschaut und der heute hier ist, mit der Liebe des Vaters im Himmel, mit der Gnade des Vaters des Himmels, mit der Vergebung des Vaters im Himmel und mit Zuversicht und Hoffnung und mit im Gehen in vorbereiteten Werken. Vater, wir preisen dich, wir erheben dich, wir danken dir. Und ich danke dir für jeden, der sich für dich entschieden hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Jesus, wir danken dir für das, was du für uns getan hast am Kreuz und dass wir das in unser Leben aufnehmen dürfen. Danke, danke, danke. Und wenn du das für dich nimmst, dann möchte ich dich bitten, Amen zu sagen. Amen. Hey, was für eine starke Predigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Online ist zwar richtig gut, aber live ist noch besser. Wenn du wissen willst, wann und wo unsere Live-Gottesdienste stattfinden, dann klick dich einfach rein auf unsere Homepage. Den Link findest du hier eingeblendet. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Und deswegen freue ich mich schon jetzt, dich demnächst auch live kennenzulernen. Bis dann!